passt so nicht, hat er gesagt. Ich will's aber so, habe ich gesagt. Er sagte, es passt nur bis hierhin, weil man's hier nicht verkleiden kann. Ich will's aber so, habe ich gesagt. Und ich hab's auch so gemacht. Die Sonne scheint, der Himmel lacht, die Post hat ein Paket gebracht. Und dafür brauchen wir jetzt das andere Auto. Und da ist das gute Dingen. Ich habe nämlich neues Ambiente-Light bestellt. Ich hatte das ja schon kürzlich in meinem TT verbaut. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Warum genau, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ich habe mir ein Produkt bestellt, was auch schon komplett verbaut ist. Allerdings leuchtet es nicht so, wie ich es haben möchte. Und wer mich kennt, der weiß einfach, dass ich, was Licht angeht, sehr, sehr genau bin. Und ja, das zeige ich euch aber jetzt. Denn wir haben hier, wie schon gesagt, bereits Ambiente Light verbaut. Das sieht wie folgt aus. Auf den ersten Blick denkt man, oh ja, cool, das sieht richtig gut aus. Ich zeig's mal von der anderen Seite. Also auf der Seite wirklich recht zufriedenstellend. Auf der anderen Seite jedoch, das ist dieses hier, habe ich so das Gefühl, dass das ungefähr ab hier sehr, sehr schwach bis gar nicht leuchtet. Hier in der Ecke sieht man es, dass das da dann wieder ein bisschen stärker leuchtet. Ja, so. Ja, da kann man sehen, aber ich finde es nicht schön. Verlegt wurde die ganze Sache übrigens auch sehr, sehr sauber, wie ich finde. Also das sieht echt vom Spaltmaß super aus. Ich habe es auch mit einem, mit einem 3M doppelseitigen Klebeband geklebt. Das kann ich euch gleich nochmal genau zeigen, wie das aussieht. Was mich aber sehr, sehr stört, ist, dass in diesem Kabel, in diesem Lichtleiterkabel hier, sehr, sehr viele Bläschen bzw. Luftbläschen zu sehen sind. Das sieht dann ungefähr so aus. So, was heißt das jetzt für mich? Ich dachte eigentlich, dass das ambiente Licht an meinem TT jetzt fertig wäre. Ich war letzte Woche dafür extra noch beim Schrauber, einen ganz, ganz schönen Gruß nach Hagen, der mir noch geholfen hat, das Kabel in der Tür zu verlegen. Jetzt habe ich zwar kein Video gemacht, wie ich das ambiente Light verbaut habe, da es ja schon verbaut ist. Aber wir werden jetzt nochmal zusammen die Türverkleidung abbauen, dort das jetzige Kabel ausbauen. Dann zeige ich euch auch nochmal, wie man sauber, wirklich sauber in der Türleiste das Lichtleiterkabel verlegen kann. Und dann schauen wir mal, ob das Ergebnis besser ist. Das ist nämlich genau das, was spannend ist. Viele Hersteller bieten diese Lichtsysteme fertig konfektioniert an. So, das heißt, man hat hier diesen Schlauch, den man verlegen kann mit dieser Lasche, die man auch selber konfektionieren kann. Und da ist dieses Element, dieses sogenannte Lichtleiterkabel, ist dort integriert. In diesem Fall wird es jetzt hier zum Beispiel reingeschoben, sodass man da halt wirklich durchgängig ein sauberes Lichtbild hat. Bei mir ist das, wie gesagt, nicht der Fall. Dadurch, dass halt hier in diese Hülse Kleber eingeführt wird, habe ich das Problem, dass sich dann hier Lichtblasen bilden im Schlauch, quasi zwischen dem Lichtleiterkabel und dem äußeren Schlauch. Und genau das ist das Problem, warum es bei mir zum Beispiel nicht vernünftig leuchtet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ganze Zeit gesprochen zu haben, ohne dass der Ton an war. Ja. Wann ist das denn passiert? Tja, passiert. So, hier haben wir halt eben genau dieses Problem, dass dieses Kabel hier wirklich frei liegt und das Lichtleiterkabel wirklich sauber verlegt werden kann, ohne dass es irgendwelche Blasen zieht.
Bei dem hier sieht man halt, dass es reingeklebt wurde. Kann man das erkennen? Und das hat dementsprechend zur Folge, dass im Schlauch selber, sprich im Leiterkanal, Luftblasen gezogen werden und wir dadurch halt eben ja Brüche haben und wie gesagt, Licht wird nun mal gebrochen und hier haben wir wirklich ein schönes, flexibles Lichtleiterkabel, was wir halt ja beliebig reinstecken, verlängern, verkürzen können, ohne dass es da irgendwelche Klebereste und Unterbrechungen gibt. Wenn ihr euch die Kabel zurechtschneidet, achtet natürlich besonders darauf, dass das Kabel lang genug ist. Das bedeutet, wenn ich dieses Maß habe, was ich ausleuchten möchte, dass ihr auf jeden Fall, so wie ihr gerade gesehen habt, hier noch einen guten Zentimeter oder zwei oder auch länger habt, um halt hier sauber abschließen zu können. Und natürlich auch auf der Seite, damit ihr nämlich hier hinterkommt. Ja, in meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel hier und da auf jeden Fall noch einen Spielraum habt, um die LED anzuschließen. So, das Kabel habe ich jetzt auf die richtige Länge konfektioniert. Das heißt, es soll bei mir in der Tür hier einmal komplett rumgehen, hier verschwinden, dort verschwinden, sodass ich da eine saubere Abschlusskante habe, hier noch die Lautsprecherblende einbauen kann und... Ja, das erste, was wir machen, ist das Kabel einmal probelegen. Das bedeutet, ich fange am besten einfach mal hier an. Ich möchte jetzt mit diesem Kabel natürlich hier hinter verschwinden, sodass das halt ja wirklich sauber aussieht. Ich könnte theoretisch auch bis hierhin gehen, aber damit finde ich halt hier keine saubere Abschlusskante und habe dann hier wirklich dann so einen Punkt Licht. Deswegen muss ich schauen, dass ich jetzt mit dem Stück hier reingehe. Da das jetzt hier natürlich ein sehr, sehr großes Stück ist, muss ich hingehen und da einfach so ein bisschen abschneiden. Passt nur auf, dass ihr wirklich nicht in diesen Schlauch hier schneidet, sondern wirklich an dem Schlauch entlang. Oh, das sollte eigentlich reichen. Hier gehen wir einfach mal ein bisschen schräg. Zack. Und habe das jetzt halt hier so ein bisschen, na, wo ist es? Hier so ein bisschen konfektioniert, sodass ich jetzt hier wirklich eigentlich in die Ecke gehen kann. So, dass es halt wirklich hier verschwindet. Ja, das muss vielleicht noch ein bisschen tiefer. Der ist ein bisschen knifflig. Um dann, wie gesagt, hier das Kabel so sauber verlegen zu können. Wenn ihr so Ecken habt, wie hier oben beispielsweise, dann seht ihr, dass diese Lasche hier natürlich nicht mehr so sauber reingeht, wie es halt hier der Fall ist. Dann müsst ihr hingehen und an diesen Punkten halt einen Entlastungsschnitt machen. Ja, das heißt einfach dementsprechend hier reinschneiden, so dass ihr das Kabel hier wirklich sauber verlegen könnt. Bevor ihr das Band klebt, schaut am besten einfach, dass ihr dass ihr den Schlauch so gerade wie möglich bekommt. Hat einfach folgenden Hintergrund, wenn er jetzt halt hier so einen Bogen hat, ist halt schwierig, diesen Bogen halt zu kleben. Und desto gerader das ist, desto besser kriegt ihr halt eben auch das Tape hier drauf. Das ist halt echt auch eine Arbeit für jemand, der seine Mutter erschlagen hat, ey. I'm a total pressure. Um es ein bisschen einfacher und sauber zu machen, gibt es hier so spezielles Kunststoffwerkzeug, damit ihr, ne, gibt es halt in verschiedenen Formen, damit ihr weder den Lack noch irgendwie die Armaturen oder in dem Fall die Türverkleidung zerkratzt. Damit kommt ihr halt nämlich sehr schön in die Fugen und könnt das Lichtleiterkabel oder andere Kabel halt dementsprechend wirklich sehr, sehr sauber verlegen. Hätte ich vielleicht vorher das Lichtleiterkabel reinlegen sollen? Fuck! Also ich kann das Material hier einfach nochmal ein bisschen anheben und dementsprechend einfach mit dem Finger hinterherfahren und nachdrücken. Das Ganze mache ich einmal von oben, das Ganze mache ich auch nochmal von unten. Das Ganze einfach nochmal ein bisschen nachdrücken. Hier gefällt es mir eigentlich richtig gut. Und hier steht mir das ein bisschen zu weit raus. Keine Ahnung, ob ich den noch ein bisschen tiefer bekomme. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Dann sieht es nämlich einfach originaler aus, so als wäre das da schon drin. Wie bei VW, beim T-Roc zum Beispiel, hat das ja auch in die Türleiste eingebaut. Sauber verlegt. Das kann sich sehen lassen. Ich muss jetzt quasi von außen einmal hier nach innen. Und ich sehe jetzt hier schon... Na, wo ist es? Und da ist es schon. Also hier können wir das Kabel jetzt, wie gesagt, durchziehen und dieses Kabel gleich an die
Lichtdiode anschließen und dann sollte es eigentlich schon funktionieren. Das ist jetzt die Tür. Sieht erstmal so auf den ersten Blick gar nicht so scheiße aus. Also gefällt mir jetzt schon wesentlich besser als so wie es vorher war. Komplett rum bis hier unten hin. Ich probiere es jetzt einfach mal einzubauen und schauen, wie das leuchtet. Dann gucken wir mal, ob mir das gefällt. Wenn ja, kommt die zweite Tür dann direkt. Wenn nicht, wird der ganze Scheiß rausgerissen. Das war's dann mit Ambiente Licht. Dann stelle ich mir eine Kerze ins Auto während der Fahrt. Das ist doch jetzt ein Ergebnis, was sich in jedem Fall sehen lassen kann, finde ich. Das können wir hier auch ganz normal mit der Fernbedienung schalten. So. Jo. In Weiß sieht das doch mal richtig, richtig geil aus, oder? Also wir gucken jetzt vielleicht noch mal auf die andere Seite. Da sieht man hier einfach solche schäbigen Risse. Das ist halt nicht so geil, ne? Also, ich meine, das war ja auch nicht günstig, aber ist Käse. Und von hier, wie gesagt, wenn ich jetzt mal hier so rüber schwenke, wird es noch ein bisschen heller. Und ohne dem Innenlicht. Geil. Gefällt mir richtig gut. So, die zweite Tür ist auch fertig und ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Der Hersteller, dessen Lichtschlauch ich vorher verbaut hatte, hatte speziell für den TT diesen konfiguriert. Dabei gab es das Problem, dass der Schlauch im Prinzip nur von dem Lautsprecher bis hier unten hin passte. Und auf Nachfrage, diesen länger zu machen, wie ich es haben wollte, bis hier vorne hin, hieß es, es würde nicht gehen, weil man den Schlauch bzw. das Lichtleiterkabel dort nicht verstauen kann. Ja, es geht doch. Selbst hier am Übergang zum Lautsprecher ist es wirklich sehr, sehr passgenau und es fällt nicht auf, wenn man es nicht weiß. Und darum ging es mir auch, wirklich den Wagen so original wie möglich zu halten. Das ist, wie gesagt, für mich auf jeden Fall eine mega optische Aufwertung. Ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Wir schauen uns die ganze Sache gleich nochmal bei Dunkelheit an, um zu schauen, ob das wirklich auch alles gleichmäßig leuchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare oder wenn ihr Anregungen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In the middle.